Hallöchen, liebe Leute, und willkommen bei Minecraft mit eurem Professor Hastig. Ich habe in der Zwischenzeit hier mal so ein bisschen rumgewirbelt und habe zumindest schon mal das Haus hier abgerissen. Das hat mir absolut nicht gefallen aus Platzgründen. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Idee, und wenn das nichts wird, dann reiße ich komplett alles wieder ab und baue hier einfach einen Supermarkt hin oder einen Baumarkt mit Truhen, und dann kann sich da jeder raussuchen, was er will. Na, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich hier so einen kleinen Gang hinmache mit Säulen und hier eventuell einen Kiesweg, einmal nach da und einmal nach da. Werde das irgendwie mit Blumen oder Blumenkübeln hier ein bisschen abgrenzen. Eine Sitzecke baue ich hier nicht mehr rein. Ich habe auch die Wand hier hinten mit bemoostem Stein ausgefüllt. Die war ja vorher offen. Gefällt mir persönlich besser, weil das auch noch so einen kleinen Kontrast bringt. Und man sieht hinten diese Landschaft nicht mehr so durch. Ja, diese Wände, wie gesagt, sind mir eigentlich ein bisschen zu weiß. Vielleicht werde ich da auch Durchgänge machen. Dann werde ich mal ausprobieren. Ich hack das hier mal weg. Das muss ja jetzt nicht so riesengroß werden. Ich glaube, ich bin hier immer nur am Weghacken. So. Und dann können wir hier auch noch so einen Durchgang reinhacken. Ich finde, der kann dann ruhig ein bisschen größer sein. Und dann auch vielleicht mit Stufen oder irgendwie so ausgefüllt werden. Ich habe jetzt meinen Kram nicht mit. Dann werde ich mir das alles einpacken. Ja, die Truhen habe ich. Also ich habe noch eine extra Truhe aufgestellt. Und... nein. Werde ich vorsichtshalber auch mal mitnehmen, den gefärbten Lehm. Ja. So, ich werde erstmal die Stufen hier dran bauen. Dass das so einen kleinen Durchgang gibt. Ja, jetzt sieht es natürlich wieder doof aus mit dem weißen Lehm. Mich ärgert es total, dass es nur so wenig Stufen gibt. Ich hätte gerne so eine bemooste Stufe da reingebaut. Das geht ja leider nicht. Das ist gemeißelt da. Ja, müssen wir so lassen irgendwie. So. Dann haben wir hier schon mal einen Durchgang. Also kommen praktisch überall Säulen hin. Hier werden wir auch einen Durchgang einbauen. Und da kommt man dann praktisch in eine andere Ausstellung wieder rein. Also habe ich mir das überlegt halt. Jetzt haben wir hier nur einen Zweierausgang. Ja, aber das ist ja eigentlich wurscht. Ist ja eine Art Ausstellung hier draußen. Dann kann man sehen, dass man halt auch solche Säulen bauen kann. Ja. Ich würde eigentlich auch ganz gerne hier noch so eine Art Wasserlauf einbasteln. Aber ihr wisst ja, ich habe ganz arge Probleme hier mit diesem Projekt. Was mache ich denn hier? Mist. Nicht mehr dran.
Dann hole ich mir den gleich weg. So, jetzt habe ich ihn. Wow. Reicht ja schon. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, da oben, das kann man auch alles noch. Normalerweise müssten da noch so Halbstufen drauf, damit das hier einen Abschluss hat. Und das werde ich auch hier offen lassen, denke ich. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier so ein Blätterdach drauf bastel, aber ich glaube, das wird dann wieder, ja, sieht dann zu gedrungen aus. Das muss ich mal gucken. Denke, das ist okay. Den Weg mache ich drei breit, denke ich. Das ist praktisch dann der Eingang zu der Ausstellung. Also Gartenbereich im. Ja, ich denke da so, wir haben hier, das ist kein richtiger Steinmetz, aber der hat halt auch für einen Gartenaußenbereich, Brunnen und Bänke und was weiß ich was alles. Und so in der Art habe ich mir das halt auch für hier gedacht. Können wir da wieder ein Stück Treppe wegnehmen, denke ich. Und ich bin auch echt am Überlegen, ob ich hier schon verschiedene Säulen einbauen soll. Nee, wir können hier kein Stück Treppe wegnehmen, weil da ja Kies reinkommt, den wir garantiert nicht haben. Ich sehe hier keinen Kies. Da ist Kies. Aber der wird nicht reichen. Ja, mir ist aufgefallen, selbst übersieht man immer während einer Aufnahme gerne irgendwelche Dinge. So, das war's. Und hier werde ich den Weg dann eventuell nur zwei breit machen. Das werde ich erstmal ausprobieren und abändern kann ich das ja dann immer noch. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hier so gerade mache. Ich denke, da gehe ich hier so ein bisschen um eine Kurve rum. Kann man ja dann auch immer noch mal irgendwie was ausprobieren. Ne, und dann geht man hier so den Weg lang und dann kommt man hier praktisch in dieses Gebiet, wo es dann den Sandstein gibt. Und den werde ich aber auch noch abändern. Und zwar werde ich das komplett mit Sand ausfüllen. Nur da, wo die Sitzecke ist, da kommt praktisch noch Sandstein hin. Denn das gefiel mir nicht so ganz mit den Halbstufen hier. Jetzt habe ich keinen Sand mit. Naja, okay. Machen wir das später. Oh, da können wir schon wieder Ranken abschneiden. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich hier überhaupt Ranken dran mache, weil eigentlich finde ich das mit den Ranken ein bisschen zu viel, also weil da am Brunnen sind schon so viel Ranken dran. Da muss ich hier nicht auch noch überall Ranken haben. Aber vielleicht könnte man hier noch irgendwelche Ornamente reinsetzen. Gucken, wie der ist. Ja, das ist jetzt eigentlich gefällt mir der Block ganz gut. Moment, wo ist er? Aber dann müsste ich da was. Ich muss das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Es wird dunkel. Ich muss schlafen gehen. Haben wir wieder nicht viel geschafft. Aber morgen stürzen wir uns gleich ins erneute Vergnügen und machen weiter. So.
ich mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann müsste ich eigentlich noch mal gucken, ob ich irgendwo Kies habe. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das gefällt mir sehr gut mit diesem Ornament, aber dann ist es von hier wieder so geriffelt. Machen wir das doch so. Ja, kann man machen, wenn man möchte. Wie gesagt, es soll ja eine Ausstellung werden, wo man alles sieht, was man verbauen kann. Ja. Kies habe ich bestimmt keinen mehr. Ich kann da auch wieder einfach Büsche hinsetzen, denn wir haben ja die anderen Büsche alle weggenommen. Schauen wir uns das mal an. Und ich möchte auch eigentlich die Säulen nicht unbedingt hier so dicht haben. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Weil dann wirkt der ganze Brunnen nicht mehr. Denn dann habe ich ja hier oben wieder einen Querbalken drüber. Und hier die Säulen davor. Und dann kann man diesen Brunnen nicht erkennen. Und ich habe mir gedacht, wenn man hier reinkommt in die Ausstellung, sieht man gleich, oh, da ist aber ein hübscher Brunnen. Da gehen wir gleich mal hin. So. Und da kann man sich das alles schön angucken. Und dieses Ding da oben, das lasse ich, das baue ich nicht ab. Das ist jetzt mein, meine ewige Erinnerung daran, wie ich mir hier einen abgebrochen habe beim Bauen. Und ich würde dann halt, wie gesagt, die Säulen eher hier ein Stück weiter vorsetzen. Und dann auch halt ein bisschen weiter. Eigentlich würde ich sie hier gerne hinsetzen. Ich probiere das jetzt einfach mal so aus. Was haben wir hier? 1, 2. Ja, seht ihr, dass ne, dann, wenn die so weit weg sind, dann kommt man hier direkt drauf zu und die sind einem nicht im Weg. Ich denke, das lassen wir so. Können wir machen. Aber dann stelle ich auch wirklich eine Säule hin. Machen wir erstmal 5 hoch. Und wie gesagt, ausschmücken können wir das dann immer noch. Das war Multitasking eben. Reden und zählen. ja, ich denke, so gefällt mir das ganz gut. Wie gesagt, da baue ich vielleicht noch einen anderen Stein dazwischen. Vielleicht baue ich hier auch noch einen Bogen drüber, aber das weiß ich noch nicht. Meine größte Sorge ist, dass ich jetzt Kies brauche, denn ich würde wirklich gerne den Weg hier weiterbauen. Aber ich wüsste nicht wo. Ja, und vielleicht bauen wir hier vorne auch wirklich schon irgendwelche Säulen aus Cobblestone hin, weil... oder nehmen wir Steinziegel. Ich glaube, ich nehme Steinziegel. Haben wir natürlich nicht sehr viele. Eventuell in der anderen Truhe, aber das glaube ich nicht. Theorie habe ich so viel. Ja, bauen wir erstmal eine Säule hin, ist ja wurscht. Und dann aber auch, ich muss überlegen. Nee, die ist zu dicht hier dran. Die müssten wir weiter nach hinten setzen.
hier. Ja, finde ich besser. So. Dann werden die eben halt erst bloß so klein. Und da kann man dann halt die ganzen Steinsachen reinbauen. Sprich Koppel und das sieht natürlich ulkig aus. Ist viel zu wuchtig. Na gut, die ist auch zu kurz, davon abgesehen. Also die sehen auch komplett anders aus bei mir. Die haben hier so eine Abschrägung noch drin. Wenn man sie verkehrt rum anbaut. Und so haben sie halt die vier Stufen wieder drin. Gut, das lassen wir erstmal. Wie gesagt, ich brauche Kies. Wo kriege ich jetzt Kies her, Leute? Kann mir jemand mal welchen bringen? Ich könnte eigentlich auch noch ein bisschen von der Mauer vielleicht wegnehmen. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie ich das mache. Oder ich baue hier praktisch die beiden Steinsäulen hin. Bin mir noch nicht schlüssig. Ich brauche Kies unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, hier war keiner mehr drin. Ich hätte hier schon mal welchen rausgesammelt. Hier noch wer? Ah, hier sind Kies. Schön. Ach, das ist doch prima. Schnappen wir uns den mal. Habe ich aber Schwein gehabt. Ja, wenn ich auch kein Glück beim Bauen habe, so habe ich wenigstens Glück beim Farmen. Ja, hier ist jede Menge Kies, das gefällt mir. Hier ist ja auch noch so viel Ton, haben wir hier auch noch. Das ist gut, da werden wir uns auf jeden Fall noch welchen mitnehmen. Weil ich ja noch ein paar Blumenkübel auch aufstellen will. Und da kann ich den in der Zwischenzeit, wo ich da baue, auf jeden Fall den Ton schon mal brennen. Kommt, ich nehme auch noch mit. So, das war's. Dann ab in den Ofen mit dem Lehm. Ofen muss ich erstmal aufstellen. Einen Grill haben wir ja nicht mehr. Die habe ich alle abgerissen. So, und das Gedöns werde ich jetzt erstmal größtenteils wegpacken. Einen Ofen hinstellen. Kohle haben wir noch. Und ab in den Ofen. Ach süß, ein Kies. So, dann haben wir den Weg wenigstens schon mal fertig. Ich hoffe, ich reiß den nicht wieder ab. Ich glaube, mein Internet war gerade wieder weg.
und dann kommt hier auch noch irgendwie. Keine Ahnung. Eigentlich steht die Säule da ein bisschen doof. Ah, das war falsch. Ja, da fehlt ein bisschen was. Komm, dann füllen wir das erstmal wieder mit Erde aus. Toll. Ich hätte wetten können, dass jetzt meine Erde auch schon wieder zu Ende ist oder aufgebraucht ist. Ja, das gefällt mir viel besser. Das ist schöner. Alles ein bisschen offen und luftig. So, und dann kann man hier lang gehen. Und hier durch oder halt da hinten müssten wir hier dann auch noch ein bisschen Weg machen, aber da würde ich dann auch, glaube ich, direkt nur einen breit machen. Oh Mann, Leute, ich muss schon wieder schlafen gehen. Die Folge schon wieder zu Ende, schade. Okay, ich sage gute Nacht und bis demnächst. Euer Professor Hastig. Ciao, ciao.